Hallo und herzlich willkommen bei den Bayerischen Vertriebstagen. Schön, dass du heute hier bist. Schön, dass du dir die Bayerischen Vertriebstage anhörst und vor allem, dass du heute auch bei meinem Vortrag bist. Und ich vermute, dass du wahrscheinlich schon wahnsinnig viele tolle Kollegen gehört hast, tolle Referate gehört hast, unglaublich viele wertvolle Tipps bekommen hast für deinen Vertrieb, für deinen Vertriebsaufbau, für deine Kundentermine, für deinen Erfolg einfach im Vertrieb. Und wenn es heute um Vertriebserfolg geht, dann können wir natürlich unglaublich viele Informationen bekommen dazu, wie man besser werden kann, optimieren kann, wie man alles lernen kann zum Thema Vertrieb an Kongressen, so wie hier heute bei den Bayerischen Vertriebstagen. Oder natürlich kannst du dir Hörbücher anhören, du kannst Bücher lesen, du kannst dir Videos anschauen. Es gibt Seminare natürlich anhören, es gibt wahnsinnig viel an Informationen. Ich glaube, alles, was wichtig ist, und damit wir erfolgreicher Vertrieber werden, damit du ein erfolgreicher Vertrieber wirst. Das ist schon da, dieses Wissen, und das kann man sich besorgen. Aber es gibt eine Challenge dabei, und das ist die wahrscheinlich entscheidende. Und damit sind wir fast schon beim Punkt meines Vortrages. Worum geht es heute hier? Mein Name ist Harald Faridis, und ich bin seit über 35 Jahren im Vertrieb. Ich habe in der größten Vertriebsorganisation der Welt aufgebaut, und wie mir das alles gelungen ist als Quereinsteiger, darüber werden wir auch heute reden. Aber was ist jetzt diese Challenge, von der ich gerade gesprochen habe? Schau. Es kommt im Leben nicht darauf an, was wir wissen. Es kommt nicht darauf an, was wir kennen oder nicht einmal, was wir können. Es kommt auf einzige Sache darauf an, was wir umsetzen. Wie wir das alles auf die Straße bringen, wie wir das, was wir gehört haben, zum Beispiel jetzt hier bei den Bayerischen Vertrieben, dann, wie wir das in die Praxis bringen und damit Ergebnisse bewirken. Und genau darum geht es. Und ich möchte ein bisschen helfen, genau zu dem Thema. Warum? In all meinen 35 Jahren im Vertrieb und speziell in den Anfangsjahren habe ich mir immer eine Frage gestellt. Und das war die vielleicht interessanteste Frage, nämlich, wie kann ich das auf die Straße bringen? Wie kann ich das umsetzen? Denn ich habe eine Sache gemerkt und mir ist dann später ein Satz entstanden im Kopf, dieses Umsatz kommt eigentlich wirklich von Umsetzen und ist tatsächlich so. Denn ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal aufgefallen ist im Leben, aber die meisten Menschen wissen eigentlich, was sie tun sollen. Das Verrückte an der Geschichte ist, sie tun nicht, was sie wissen. Die haben immer gedacht, wieso ist das so? Ist dir das auch schon aufgefallen, dass das so oft im Leben ist und ganz speziell noch dazu im Vertrieb, im Verkauf? Wenn du dir Verkäufer anschaust, dann bin ich überzeugt, dass fast jeder Verkäufer, jede Führungskraft im Vertrieb, jeder weiß in etwa, was er tun sollte. Aber warum tun die das nicht? Und ich habe mir immer diese Frage gestellt, von Beginn an, als ich 35 Jahre zum ersten Mal im Vertrieb bin und meinen ersten Mitarbeiter geführt habe, erst einmal Führungskraft war im Vertrieb. Und die Frage steht, ja, verdammt nochmal, was ist das so schwer dann? Nimm einfach den Hörer in die Hand. Damals hat man wirklich nur einen Hörer in die Hand genommen. Da werden sich noch die Älteren daran erinnern können, als die Telefone noch angebunden waren. Heute ist das ja ganz viel einfacher. Aber damals war es wirklich so, dieses, nimm den Hörer in die Hand und ruf doch einfach Kunden, mach dir einfach einen Termin aus. Und ich habe mir gedacht, was ist das so schwer dran, einfach dir einen Termin auszumachen, ein Kundengespräch zu führen, man magst nicht einfach mehr davon. Wenn du mehr hast, würdest du auch mehr verdienen. Und immer war diese Frage, warum passiert das nicht? Und warum machen meine Mitarbeiter nicht einfach das, was sie versprechen, was sie sagen oder was wir besprechen? Warum gibt es im Vertrieb so viele Ausreden? Wo, dass draußen das Wetter nicht stimmt, die Wirtschaft nicht stimmt, dass es schwierig ist und warum auch immer. Und für mich war das immer so eine spannende Geschichte. Ich habe mir gedacht, warum ist das so? Warum ist das so? Warum ist das so? Bis ich eines Tages an einem fantastischen Seminar teilgenommen habe von jemandem, der später mein persönlicher Mentor werden sollte, bis ich bei einem Seminar von Tony Robbins sogar. Irgendwann so 92, 93 in Brüssel. Und an dem Seminar habe ich erkannt, was ist eigentlich der Source Code, das Geheimnis dahinter, wo manche Menschen so erfolgreich sind, manche Leute so einfach umsetzen und manche nicht. Und alles, was ich dort mitgenommen habe, hat mir dann geholfen, dass in den nächsten 20 Jahren unglaublich viel selber umsetzen konnte von dem, was ich gehört habe. Ich habe über 10.000 Bewerbergespräche geführt und daraus ist etwas Unglaubliches entstanden. Ich komme ja aus der Finanzdienstleistung, aus der Finanzbranche. Und in meiner Branche ist daraus das größte und erfolgreichste Vertriebsteam der Welt entstanden in der Finanzdienstleistung. Wir haben zunächst einmal in Österreich der erfolgreichste Broker, die erfolgreichste Vertriebsmannschaft. Dann später waren wir es im deutschsprachigen Raum. Dann waren wir es irgendwann in ganz Europa und dann sogar weltweit. Ich war innerhalb unseres Unternehmens die absolute Nummer eins.
Und wie gesagt, wenn wir ein Einzelunternehmer gewesen wären, ich war Franchise-Partner, wenn wir ein Einzelunternehmer gewesen wären, wären wir der größte Broker der Welt gewesen. Und wir haben damals eine unglaubliche Vertriebsleistung, dass du ein bisschen ein Gefühl hast, unglaubliche Vertriebsleistung entwickelt werden. Damals knapp 6 Milliarden Kapital unter Verwaltung. Ich hatte eine unglaublich sensationelle, top ausgebildete Vertriebsmannschaft. Wir haben mehr Umsatz produziert in manchen Bereichen, vor allem in der Finanzierung als die größte österreichische Bank oder mehr Versicherungsumsatz in den Personenversicherungen als das größte österreichische Versicherungsunternehmen. Wir haben gigantisch produziert, wir haben eine Stornoquote, das sagt nur denen etwas, die in der Branche sind, unter 2%. Wir haben also tolle Qualität, Vertragsdichte von 7,5, ist wieder was aus der Branche, Versicherung im Schnitt 1,4. Es war eine tolle Organisation. Ich habe das Unternehmen dann, nachdem Franchise-Geber gewechselt hat, dann um mehr Stunden am Tag verkauft und habe danach ein Trainingsunternehmen gegründet, weil jeder wissen wollte, wie geht das? Jeder wollte damals wissen, wie ist das gemacht, wie gelingt das, wie kann man so ein Spitzenvertriebsteam aufbauen, wie kann man diese Ergebnisse bewirken. Und viele, viele wollten natürlich wissen, wie das geht. Ich habe dann zwei Bücher geschrieben, habe dann mich selber persönlich weiterentwickelt als professionell Speaker, als Trainer, begonnen Vorträge zu halten. Zunächst einmal im deutschsprachigen Raum und dann hat sich das entwickelt. Es ist dann Asien dazugekommen, die Vereinigten Staaten sind dazugekommen. Die Zuschauergruppen sind natürlich immer größer geworden. Und ich habe da im Schnitt war ich dann so in etwa 240 Tage im Jahr irgendwo zwischen Europa, Asien und den Vereinigten Staaten da Vorträge halten vor 50 Leuten, 100 Leuten, 1000 Leuten, 15.000 Leuten. Und mir hat das wahnsinnig Spaß gemacht, Menschen zu zeigen, wie das geht. Und ich habe natürlich auch dafür viele, viele Auszeichnungen auch bekommen, insgesamt für all diese Tätigkeiten, die ich hatte. Aber, und fast alles, was in der Finanzdienstleistung in irgendeiner Form Rang und Name kam dann später auf meine Kundenliste und habe eine große Kundenliste entwickelt. Und Zuge meiner Tätigkeit bin ich sogar an den Ort gekommen, von dem ich als Junge schon immer geträumt habe, nach Los Angeles in die Vereinigten Staaten, dass meine ersten Seminare in den USA gehalten habe. War ich an dem Ort, wo ich immer hin wollte. Und ich habe sogar dann für einige Jahre meinen Wohnsitz nach Los Angeles verlegt, habe dort quasi gelebt und von dort aus gearbeitet, wo die meisten Menschen oder viele Menschen Urlaub machen, war für mich so meine als Jugendlicher Traumgegend. Ich bin Leistungssportler. Mein Sport ist das, was auch Schwarzenegger macht. Ich liebe das. Ich habe nie aufgehört, das hobbymäßig und auch wettkampfmäßig zu betreiben. Ich war in der Nähe des Golfsteams, ich war in Malibu, Beverly Hills, ich war genau dort, wo ich als Junge immer geträumt habe. Ich komme aus sehr, sehr armen Verhältnissen. Ich bin aufgewachsen, Einzimmer-Mehrzweckwohnung. Mein typisches Gastarbeiterkind oder heute würde man sagen Migrationshintergrund. Aber mich hat das immer fasziniert, einfach was von der Welt kennenzulernen. Und irgendwann als Kleiner wollte ich genau dorthin. Und durch meine Vortragstätigkeit ist das noch gelungen. Deswegen dann auch für einige Zeit die Verlegung meines Wohnsitzes genau dorthin. Und weil ich natürlich ein Mann der Praxis bin und immer gern was machen will und nicht nur davon reden, habe ich auch das eine Unternehmen gegründet in der Finanzdienstleistung. So bin ich heute Mitinhaber des größten Finanzleisters der Schweiz von Combinvest und habe in Österreich mit Eidweis ein eigenes Finanzdienstleistungsunternehmen gegründet, gemeinsam mit Partnern, auch gemeinsam mit meinen Schweizer Unternehmen. Und so sind wir dabei natürlich am österreichischen Finanzmarkt, weil ich das immer umsetzen wollte, was ich theoretisch anderen beibringe. Auch in der Praxis brauche ich das, dass ich eben alles, was ich erzähle, nicht nur erzähle, weil es theoretisches Wissen ist oder aus Büchern ist. Und was ich erzähle und auch heute erzähle, sind alles Themen, die in der Praxis genauso umgesetzt haben, die bei mir in der Praxis funktioniert haben. Ich bin also jemand, der trotz Vortragstätigkeit, trotz Trainertätigkeit immer als Unternehmer jeden Tag auch in der Praxis stehe. Ich mache heute noch immer jede Woche meine 5 bis 10 Bewerbergespräche, habe Coaching-Termine mit Mitarbeitern, Coaching-Mitarbeiter weltweit, mache Führungskräfteseminare auch in meinen Unternehmen, nicht nur extern für andere, sodass ich tatsächlich immer diese Erfahrung aus dem täglichen Leben auch in meine Vortragstätigkeit, so wie heute, mit einbringen kann. Denn in Wirklichkeit geht es noch einmal nicht um das, was wir wissen, es geht nicht um das, was wir können, es geht nicht um das, was wir kennen, es geht um einzige Geschichte, das, was wir machen, nämlich das, was wir umsetzen, um dann schlussendlich Vorhaben, Ziele in Ergebnisse umzusetzen. Wir haben dabei drei Gegner. Der erste Gegner ist unsere Komfortzone, unser Gewohnheitsding. Wir verhalten uns, wir leben natürlich viel lieber in dem Bereich oder halten uns in dem Bereich auf, wo wir uns sicher fühlen, wo wir uns kennen.
Aber vielleicht habt ihr schon oft gehört, der Erfolg liegt natürlich außerhalb der Komfortzone. Es ist ein bisschen so wie in meinem Sport. Wenn du 10 Wiederholungen kannst, zum Beispiel 10 Klimmzüge, dann, und du würdest immer nur jedes Mal, wenn du trainieren gehst, 10 Klimmzüge machen, dann würdest du nicht mehr weiterentwickeln, würdest nicht mehr wachsen. Der Erfolg liegt dann quasi, wenn du über die 10 hinausgehst. Wächst dein Wachstum, dein Muskelwachstum oder deine Kondition oder dein Aus, was immer dein Ziel ist beim Training, das entwickelt sich dann, wenn du die 11. Wiederholung schaffst. Und dann ist 11 100%. Und dann, wenn du die 12. schaffst, steigerst du wieder deine 100%. Das heißt, du musst raus aus dem, was du kennst und gewohnt bist. Und bei uns ist es genauso, alles, was Natur nicht wegstirbt. Aber wir Menschen trauen uns manchmal nicht raus aus dem, was wir kennen, probieren manchmal was Neues nicht aus, weil wir uns sicherer fühlen mit dem, was wir sehen. Das ist der innere Schweinehund, ist das, was manche auch das Komfortzone sagen. Die Bequemlichkeit ist das. Alles das ist das, was wir unter Komfortzone verstehen, was uns zurückhält. Das zweite sind unsere Ängste. Das ist eines der verrücktesten Dinge schlechthin, denn Ängste sind in Wirklichkeit keine Wirklichkeit. Lustiger Satz, sind in Wirklichkeit keine Wirklichkeit. Aber es ist tatsächlich so. Ängste sind im Prinzip nichts anderes, eine Vorstellung von einer Zukunft, die noch gar nicht passiert ist. Wir stellen uns ja vor, was schiefgehen kann, wir stellen uns vor, was uns passieren kann, wir stellen uns vor, was alles Schlimmes passieren wird, wir stellen uns was Negatives vor, aber das ist noch gar nicht passiert. Es ist eine Befürchtung, es ist eine Sorge, aber es ist kein Fakt. Aber weil wir uns intensiv mit dieser Sorge beschäftigen, mit diesen Ängsten beschäftigen, mit den Befürchtungen, deswegen tun wir es dann nicht, weil wir Angst haben. Aber oftmals brauchst du dann einfach nur einen zweiten, der dir da drüber hilft. Beispiel so wie im Fitnesstraining, wenn du sagst, ich weiß, mein Wachstum passiert nicht, wenn ich immer die gleiche Wiederholungssache mache, aber ich habe jetzt Angst vielleicht beim Bankdrücken. Ich weiß, 10 Wiederholungen schaffe ich, aber ob ich die 11. jetzt auch schaffe. Aber wenn ein Trainer dabei ist, ein Coach dabei ist, ein Trainingspartner, dann hilft er dir, dann hast du Sicherheit, dass das passieren, dass du schaffen kannst. Und so ist oftmals, brauchen wir einen zweiten, der uns darüber hilft, einen Coach, einen guten Trainer, so wie du es heute und auch die nächsten Tage noch hier sehr, sehr oft schon gesehen hast oder gehört hast als Idee. Und das Dritte, was uns zurückhält, sind unsere Glaubenssätze. Wir haben alle irgendetwas mitbekommen aus unserer Kindheit, aus der Vergangenheit, was wir denken, das ist so. Also zum Beispiel, du hast sicher in der Schule gelernt, schau, dass du gute Noten kriegst und such dann sicher einen Job. Und deswegen werden die meisten Leute Angestellte, deswegen gehen die meisten Leute, suchen einen Fixjob, die meisten Leute schöpfen deswegen nie ihr Potenzial aus, weil sie genauso denken und denken, das ist der richtige Weg. Aber in der Schule lernst du kaum, wie wird man erfolgreicher Unternehmer oder lernst du schon nicht, wie wird man finanziell unabhängig. Wir lernen ganz verrückte Dinge, aber weil wir solche Glaubenssätze mitnehmen, schaust du, gute Noten kriegst und suchst dann sicher einen Job, machen wir das dann. Wir arbeiten für eine Firma, für einen Vorgesetzten, aber wir überlegen uns nie, dass die Welt euch noch Alternativen bietet. Die aktuell 10 reichsten Leute der Welt, davon hat niemand eine perfekte Schulausbildung abgeschlossen, aber sind erfolgreiche Unternehmer geworden. Und das ist vielleicht der Schlüssel. Ich habe das auch selber, ich habe in der Schule das gleich gehört. Ich habe in der Schule auch so gehört, ja, was möchtest du denn beruflich werden? Und deswegen habe ich mir dann überlegt, was könnte ich beruflich machen? Da habe ich als erstes eine Lehre begonnen in der Gastronomie, weil ich gar nicht wusste, was eigentlich der richtige Weg ist. Aber ich habe nie gelernt, schau, dass du ein Unternehmen gründest oder wie kann man erfolgreicher Unternehmer werden? Das habe ich nie gehört. Aber wenn ich heute Kindern beibringen würde für die Zukunft, wie sie denken sollten, dann wäre es nicht, schau, dass du gute Noten hast und such dir einen sicheren Job. Ich würde eine ganz andere Frage stellen. Ich würde die Frage stellen, hey, wie möchtest du später leben? Statt der Frage, was möchtest du beruflich werden? Denn wenn du lernst, was beruflich werden, dann kommt irgendein Angestelltenverhältnis, möchte ich raus. Wenn du aber hörst, wie möchtest du später leben, dann und du weißt, wie du leben willst, dann findest du immer das Einkommen, das dir diesen Lebensstil ermöglicht. Und vor aller Voraussetzung nach ist das nicht ein Automechaniker, Friseur oder Büroangestellter oder ähnliches, sondern möglicherweise willst du dann dein eigenes Ding machen, um erfolgreicher zu werden. Und möglicherweise ist dann eine Vertriebstätigkeit, möglicherweise eine Vertriebstätigkeit, wo du eine Umsatzbeteiligung hast, wo du am Erfolg beteiligt bist, weil wir in Wirklichkeit ja Vertrieb und Verkauf ist das Wichtigste auf der Welt. Es geht heute nicht um die Produktion von Gütern oder die Herstellung oder einer Dienstleistung. Es geht in Wirklichkeit um das Gewinnen von Abnehmern. Deswegen ist Vertrieb heute, Vertriebskönnen, das Wichtigste, was man für die Zukunft benötigt. Das sind Leute, die, wie man heute Abnehmer gewinnt. Marketing und Vertrieb ist deswegen heute ganz, ganz entscheidend für den Erfolg eines Unternehmens. Nicht, ob es ein gutes Produkt hat oder ob es eine gute Dienstleistung anbietet, sondern es geht darum, wie bringe ich das zum Endverbraucher, zum Konsumenten, der das dann nützen kann.
So wissen wir es natürlich, Mindset, Denkweise im Vertrieb, etwas ganz, ganz Wichtiges, was wir glauben, an was wir glauben und wie wir denken, ob wir erfolgsorientiert denken, chancenorientiert denken, lösungsorientiert denken, unternehmerisch denken, alles das spielt eine Rolle. Und wenn wir schon bei Denken sind, dann komme ich gleich zu diesem Thema Intelligenz. Und lange Zeit hat man Intelligenz ja gemessen mit dem sogenannten IQ. Und später ist man dann draufgekommen, dass das eigentlich Bullshit ist. In Wirklichkeit geht es gar nicht um Howard Gardner war der erste Universitätsprofessor in Harvard, der dann gesagt hat, eigentlich haben wir verschiedene Intelligenzen. Es gibt 8 verschiedene, zum Beispiel visuelle Intelligenz. Das brauchen Jetpiloten, die dann bei Mach 2 nicht so wie wir vielleicht als Flugpassagiere dann ins Sackerl kotzen, sondern die dann das auch schaffen, Looping zu machen oder vielleicht sogar in einer Kampfsituation bei extremer Geschwindigkeit die Übersicht behalten können. Oder musische Intelligenz, sodass man die Töne hören kann oder körperliche. Es gibt ganz viele, aber im Vertrieb brauchen wir eigentlich 2 davon, nämlich sogenannte interpersonelle Intelligenz, die Fähigkeit, mit anderen Menschen gut zu kommunizieren. Man nennt das auch Sozialkompetenz, mit allen Menschen eine Beziehung aufbauen, Vertrauen aufbauen, vor allem diese Beziehungsebene, auf die es so wichtig ist im Vertrieb, dass man die aufbauen kann und andere Menschen hineindenken kann, die Perspektive übernehmen kann. Alles das spielt eine Rolle im Verkauf und im Vertrieb. Aber wir brauchen eine zweite, die eigentlich entscheidet, wie erfolgreich wir später im Leben werden. Das ist die sogenannte intrapersonelle Intelligenz. So, was ist das? Interpersonelle Intelligenz ist die Fähigkeit, konstruktiv mit sich selber umgehen zu können. Wir sehen das oft bei unseren modernen Helden, bei den Leistungssportlern. Wenn wir uns so Leistungssportler anschauen, dann bewundern wir die dann trotz einer Verletzung wieder zurückkommen, die nach einer Niederlage aufstehen und es nochmal schaffen, die ein Comeback auf die Beine stellen, die das Unmögliche möglich machen, die einen Weltrekord zusammenbringen, die gewinnen trotzdem, obwohl sie vielleicht schon eine schwierige Story hinter sich hatten, die nach Niederlage wieder aufstehen können. Und wie genau das bewundern wir an diesen Menschen, dieses Besondere unserer modernen Helden. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Beispiele aus jeder Geschichte, egal ob Deutschland, Schweiz, Österreich, weltweit, wo wir diese Helden haben, unsere Idole haben, die dann alles wieder geschafft haben, die schwer verletzt waren vielleicht, gedacht haben, ist das Karriereende und dann haben die nicht aufgegeben, haben trotzdem weitergemacht, kommen wieder zurück und gewinnen dann, werden Weltmeister, Olympiasieger, gewinnen den Jackpot, gewinnen das, dem sie immer geträumt haben und wir denken, Wahnsinn, so werde ich auch gerne. Und das, was eigentlich dahinter steckt, ist genau interpersonelle Intelligenz. Diese Fähigkeit, trotzdem, trotz Herausforderungen, schlussendlich Ergebnisse zu bewirken. Was ist diese interpersonelle Intelligenz also? Sie steuert einmal zunächst unsere Gefühle. Wir wissen ja, wir sagen oft im Vertrieb, ich bin gut drauf oder ich bin schlecht drauf oder ich fühle mich heute gut oder fühle mich heute nicht gut, ich bin heute ein bisschen depressiv oder ich bin heute euphorisch. Wir werden von unseren Gefühlen natürlich immer gesteuert. Und die große Kunst ist also zum Beispiel, wenn du nicht gut drauf bist, nicht gut fühlst, wenn du keinen guten Tag hast, dass du dann schaffst, deine Emotion, deine Gefühle so umzuwandeln, zu transformieren in was Positives, dass du es trotzdem magst, dass du sagst, ja, komm, lass mich trotzdem machen. Und machst dir trotzdem dann die Termine aus oder du gehst trotzdem zu Kunden oder du stehst auf und machst noch einen Termin extra dazu. Das ist dann, worum es eigentlich geht, wenn es geht, unsere negative Gefühle in was Positives zu transformieren. Das ist die Fähigkeit, sich zum Handeln zu aktivieren, wenn du sagst, wow, ich bin schon so müde. Also, und dann sagst du, eigentlich könnte ich jetzt nach Hause fahren, aber sagst du, nein, vorher mache ich mir noch 2 Termine aus für die Woche. Und dass du dich dann aufrappelst und das machst, was du eigentlich machen wolltest. Aber wo dann der innere Schweine und sagt, komm, ich sehe schon genug für heute, hast eh schon fleißig, warst eh schon fleißig, bist du eh müde, rast dich aus, morgen ist auch noch ein Tag. Und dann sagst du, na, stopp. Und machst es trotzdem. Und darum geht es eigentlich, nämlich zu verstehen, wie funktioniere ich tatsächlich, kann ich meine Gedanken steuern, bin ich da oben der Chef quasi oder sind da oben meine Gefühle, die mich überrollen, die meistens einprogrammiert sind worden von meiner Kindheit, von der Vergangenheit, schaffe ich dann gegen meine inneren Muster, gegen meine inneren Gefühle, dann zu verstehen, worum denke ich jetzt so und kann ich das ändern? Und das ist so, worum es eigentlich geht. Kann ich mich in die richtige Richtung, die mir den Erfolg bewirkt, kann ich mich persönlich in die beeinflussen? Schaffe ich das? Wir sprechen deswegen auch von Transformation. Schaffe ich also, meine negativen Gefühle in positive zu transformieren? Schaffe ich Wollen, Begehren, Leidenschaft bei mir auszulösen? Begeisterung aus. Ihr wisst ja, Begeisterung im Verkauf ist einer der wichtigsten Faktoren. Viele, viele meiner Kollegen werden euch das schon gesagt haben oder werden es euch in den kommenden Tagen natürlich immer wieder sagen.
Ein guter Verkäufer ist innerlich begeistert und weil er begeistert ist, kann er andere anzünden. Aber wie kann man diese Begeisterung wecken an einem Tag, wo es vielleicht dann habt ihr ein großes Geschäft, das ihr machen wollt, hat der Kunde im letzten Augenblick abgesagt oder vielleicht hat ein Kunde storniert oder ist ein Kunde erst zurückgetreten von seinem Auftrag. Vielleicht habt ihr den besten Mitarbeiter vielleicht verloren. Und vielleicht geht es euch persönlich körperlich nicht gut oder eine private Herausforderung. Und dann ist die spannende Frage, kann ich trotzdem begeistert sein? Kann ich trotzdem das machen, was zu machen ist? Kann ich das also? Schaffe ich also bei mir, wir nennen das ja oft Motivation auslösen. Motivation ist ja die Kombination von, ich habe ein Ziel und einen Grund dafür. Kann ich das also, das schaffen? Habe ich also einen Beweggrund, den ich dann auslösen kann und dass es trotzdem passiert, obwohl ich vielleicht nicht gut drauf bin oder es viele Gründe geben würde, jetzt etwas nicht zu tun, ich tue es dann trotzdem, weil es mich näher dem Erfolg bringt. Mir die Frage stellen, was kann ich heute tun, um mein Ergebnis zu bewirken? Und aufgrund dieser Frage schaffe ich es dann auch. In Wikipedia steht sehr schön, was ist Umsetzungskompetenz? Wikipedia sagt, dass die gesteuerte Fähigkeit von Menschen, Ziele und Motive in Ergebnisse umzusetzen. Klingt total sehr wissenschaftlich, ist aber klar, das ist dieser Unterschied. Ziel ist auch so ein Vorhaben, setz mir ein Ziel. Und ob ich es dann erreiche, das ist das Ergebnis, um das eigentlich geht. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Umsetzungskraft ist etwas, das ist ein Teil in unserem sogenannten präfrontalen Kortex, also einem Teil im Gehirn. Hier im Vorderlappen sitzt quasi diese Umsetzungskraft. Und jetzt komme ich zum vielleicht nicht so angenehmen für Sie. Nur einer von zehn kommt mit ausreichend Umsetzungskraft auf die Welt. Einer von 10. Crazy, ne? Und vielleicht stellen sich gerade eine Frage oder vielleicht kann ich Gedanken lesen, aber ich glaube trotzdem zu wissen, was Sie gerade denken. Denken, wo bin ich? Bin ich bei den 10% oder bei den 90%? Und was ist, wenn ich bei den 90% bin? Habe ich dann quasi, Sie verzeihen den Ausdruck, die Arschkarte im Leben? Es klingt jetzt hart, wenn ich das jetzt sage. Ja. Ja. Das ist so. Und damit könnte ich sagen, mein Vortrag ist beendet. Ich wollte einfach nur diese Botschaft geben. Natürlich nicht. Man kann etwas tun, auch wenn man nicht von Haus aus begünstigt ist. Dafür kann man etwas machen. Ich sage Ihnen einfach ein Beispiel. Alleine wenn Sie regelmäßig als Vertriebler Sport machen, und ich meine es nicht Leistungssport, sondern tatsächlich amateurhaft Freizeitsport machen, also wenn Sie laufen gehen oder ins Fitnesscenter oder Radfahren oder Fußball oder was immer Sie gerne spielen, und Sie machen das regelmäßig, vielleicht dreimal in der Woche, aber wirklich nicht auf Weltmeisterniveau oder Spitzensportlerniveau, sondern wirklich einfach auf dem klassischen Amateurniveau und klassischen Hobbysportniveau, das regelmäßig was für den Körper tun. Menschen, die regelmäßig Sport betreiben, haben 300% stärkeren präfrontalen Kortex als Menschen, die es nicht machen. Vielleicht, wenn Sie schon mal im Fitnesscenter waren oder regelmäßig gehen oder das gerne ins Fitnesscenter gehen, vielleicht schon mal aufgefallen, dass das der einzige Ort ist, aus meiner Sicht, wo man vielleicht müde hingeht oder nicht gut drauf ist, hingeht oder erschöpft hingeht und man geht begeistert raus und motiviert raus. Also ist eine geile Geschichte, wenn man da unter Dusche steht, dieses Gefühl, man hat was geleistet, fährt dann nach Hause, wo man dann aktiver nach Hause geht, als man hingeht. Und zumindest bei mir ist das so und viele Leute, die ich kenne, die erzählen mir das alle und versuche immer, dass alle meine Mitarbeiter ja aktiv dann auch wirklich Sport machen, in ihrer Freizeit einen Teil davon nutzen. Und ich glaube, dass der Sport dann hilft. So, aber das ist natürlich noch nicht alles, da gibt es viel, viel mehr dahinter. Denn wir müssen immer davon ausgehen, je älter wir werden, und ich habe auch die Gnade der frühen Geburt, je älter wir werden, dann ist es ja automatisch, wenn wir schon von Muskulatur sprechen und von Kraft sprechen und Kondition sprechen, dann sagt man ja, dass das im Alter abnimmt, von Natur aus. Ja, stimmt, das hat viele biologische Hintergründe, wie zum Beispiel die Änderung der Hormone. Aber, und jetzt kommen wir zum Aber, das kann durch regelmäßiges Training, kann die Muskulatur erhalten bleiben und sogar aufgebaut werden, egal wie alt du bist. Und dafür gibt es ganz viele Beispiele wie zum Beispiel ihn. Er ist einer der bekanntesten Ikonen dafür. Dr. Life heißt tatsächlich so, ist ein Amerikaner, ist auch ein Mediziner, also hat eine eigene Klinik in den USA,
für Anti-Aging-Therapie und er ist natürlich ein Role Model dafür. Man sieht ja, wie er ausgeschaut hat mit 57 und dann, wie er sich entwickelt hat und heute mit 84. Und ich glaube, viele junge Leute würden auch gern sagen, wenn ich 30 bin, würde ich schon sagen, schon wohl als Idee. Dieser Dr. Leif ist natürlich jemand, der wirklich irrsinnig viel sich mit diesem Thema beschäftigt hat und natürlich für dieses Thema prädestiniert ist, wenn wir das so wollen. Nicht ein eigenes Buch, er hat mehrere Bücher geschrieben zu diesem Thema, Dr. Jeffrey Leif. Und wie gesagt, er hat eigene Klinik in den Vereinigten Staaten, er behandelt Menschen, damit sie auch fitter, vitaler sind, unabhängig vom Alter, um auch noch im hohen Alter, so wie er, tatsächlich nicht nur gut auszusehen, sondern hohe Vitalität zu haben, was machen zu können, leisten zu können. Und sag ganz einfach, du kannst heute mit 60, 70 genauso energetisch sein oder vielleicht sogar noch energetischer als mit 30. Und das ist das, worum es eigentlich geht. Was meine ich jetzt damit? Man kann also seinen Körper weiterentwickeln, unabhängig vom Alter. Man muss nicht erleiden, dass man älter wird und deswegen automatisch der Körper schlechter wird. Man kann das stoppen, diesen Aging-Prozess, man kann es verbessern und das ist die Möglichkeit. So, wenn wir schon von Trainieren denken, dann ist vielleicht er auch so ein typisches Beispiel für Österreicher, so wie ich. Mittlerweile haben sie wahrscheinlich erkannt haben, diese komische Sprache, die der Onkel da hat, ist nicht ganz bayerisch oder auch nicht ganz hochdeutsch. Es ist tatsächlich österreichisch oder ich komme aus Wien, wienerisch. Und man hört mir das immer an, egal wo ich hinkomme, dieser Akzent ist natürlich immer automatisch irgendwo dabei. Aber nach einiger Zeit gewöhnt man sich dran. Ich glaube, mittlerweile hast du dich auch daran gewöhnt. Er hat auch einen Akzent. Und wenn ich in den USA bin, sagen die Leute immer zu mir, Are you a friend from Schwarzenegger? You came from Austria. Ich habe das sehr, sehr oft wegen ihm. Ich habe natürlich beim Englischen auch einen fürchterlichen österreichischen Dialekt. Und er hat sehr schön gesagt, wir haben natürlich mehr als 100 Muskelgruppen, aber es gibt in Wirklichkeit fünf entscheidende. Und wenn du die regelmäßig trainierst, trainierst du eigentlich das Wichtigste. Was ist das? Das sind die Beine, ist die Brust, die Arme, die Schultern und der Rücken. Das sind die fünf wichtigsten Muskelgruppen. Und wenn du trainierst, hast du in Wirklichkeit das Wesentliche trainiert. Und ähnlich ist es jetzt mit dem präfrontalen Kortex. Der präfrontale Kortex ist kein Muskel, ist ein Teil des Gehirns, aber man kann ihn entwickeln wie einen Muskel. Man kann also verbessern, so wie man den Muskel stärker machen kann, größer machen kann, ausdauernder machen kann, kann man auch diesen präfrontalen Kortex entwickeln. Und genau um den geht es jetzt. Die Umsetzungskraft ist ähnlich wie die Körperkraft, hat die Umsetzungskraft besteht aus fünf Teilbereichen. Das ist die Fokussierung. Also vielleicht kennst du das. Ich bin auf etwas laserfokust und manchmal sagst du, ich habe mein Ziel aus den Augen verloren. Das ist dann genau das Gegenteil. Und die Amerikaner haben einen schönen Satz, die sagen, where the focus goes, the energy flows. Und das ist tatsächlich so, auf das, was du fokussiert bist, dort geht die ganze Energie hin. Das zweite große ist die Entscheidungsstärke. Das brauchen vor allem Führungskräfte im Vertrieb. Wir wissen ja nie vorher, was ist die richtige Entscheidung. Wir wissen es immer erst nachher. Aber viele, viele Menschen, speziell im Vertrieb, haben eine Entscheidungsverstopfung, die sagen, du, ich weiß nicht, was richtig ist, lass uns ein bisschen abwarten, machen wir eine Meinungsumfrage, schauen, was sein könnte. Aber als Führungskraft geht es darum, Entscheidungen zu treffen. Wir werden das heute nicht das Hauptthema nehmen, aber es ist einer der wichtigsten Faktoren, wenn ihr einer meiner Ausbildungen später anschaut, wie kann man als Führungskraft richtige Entscheidungen treffen, wie trifft man überhaupt Entscheidungen, wieso ist das ein wichtiger Prozess als Führungskraft, vielleicht sogar einer der wichtigsten Prozesse, vielleicht manche sagen sogar der wichtigste. Wir schauen natürlich permanent, müssen wir Entscheidungen treffen als Führungskraft. Und viele Menschen haben Entscheidungsverstopfung. Und das ist ein Teil dieser Umsetzungskraft. Das nächste, was dazu kommt, ist der Wille. Das ist die Fähigkeit, etwas anzufangen. Ihr kennt es, morgen, morgen. Ne? Man verschieben ja gerne Dinge auf den nächsten Tag, auf nächste Woche, auf nächstes Mal, um nicht diese Aufschieberitis zu erleiden, sondern tatsächlich es zu machen. Dazu braucht man Wille. Dann ist die Disziplin, sich nicht ablenken zu lassen. Heute ein Riesenthema. Wir sind durch die Social-Media-Welt, durch so viele Reize, die wir permanent kommen, alleine wenn du E-Mails vielleicht bekommst, die aufpoppen, du bist permanent in Versuchung, wo zu schauen. Und wenn du heute bei einem Seminar bist, du siehst ja dauernd die Leute irgendwo auf ihren Smartphone dann unter den Tisch zu gucken oder daneben zu schauen. Und ein Ohr, da ist da dabei und das zweite ist dann vielleicht am Smartphone. Und wir haben natürlich unglaublich viele Fähigkeiten, dass wir uns nicht konzentrieren auf das, was wir wollen, nicht das machen, weil wir abgelenkt werden. Das kann auch der Kollege sein, der sagt, komm, lass uns eine rauchen gehen und dann sage ich, okay, eigentlich wollte ich telefonieren, aber so, das ist Disziplin. Und dann langfristig gesehen brauchen wir natürlich einen Faktor, der ist Beharrlichkeit, nämlich dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Ich möchte einen Satz sagen, wenn man im Vertrieb das, was mich vorgenommen hat.
Wenn man nie aufgibt, sie aber stetig verbessert, dann erreichst du auf jeden Fall deine Ziele. Vielleicht später, als du es vorgenommen hast, aber du erreichst sie. Und die meisten im Vertrieb, die zu früh, geben einfach nur zu früh auf. Das ist, was ich oft merken kann, gerade dann, wenn sie neu in den Vertrieb kommen, wenn man neu einsteigt in den Vertrieb, dann gibt man sehr, sehr schnell auf, wenn es nicht gleich so funktioniert. Und in Wirklichkeit geht es so darum, wie schaffe ich ausdauernd zu sein, wie kann ich dranbleiben, bis ich mein Ziel erreicht habe. So, alles das ist spannende Geschichte und wie ich vorher gesagt habe, man kann diesen präfrontalen Kortex wie einen Muskel trainieren. Natürlich hat es eine Voraussetzung. Du brauchst keine Umsetzungskraft, wenn du gar nichts vorhättest. Also, und was braucht man, um ein Ziel zu haben? Vor dem Ziel, glaube ich, jeder Vertriebler, der beginnt, hat hoffentlich einen großen Traum. Wir nennen das oft auch Vision. Die Amerikaner sagen lieber Traum dazu. Aber wir haben etwas, die Vorstellung einer positiven Zukunft, wie wir später leben werden, wie unser Erfolg später ausschaut, wie unser Unternehmen ausschaut, wie mein Vertriebsergebnis ausschaut, wie viele Kunden ich da haben, betreuen werde oder wenn ich Führungskraft bin, wie viele Mitarbeiter ich Verantwortung nehmen werde, welche Umsatzergebnisse ich in Zukunft erzielen werde. Alles das, wir brauchen also eine positive Vorstellung unserer Zukunft, sowohl beruflich als natürlich auch privat, wie ich später leben werde, wie meine Beziehung ist, wie meine Gesundheit ist, wie meine Persönlichkeitsentwicklung ist, mein Privatvermögen ist. Für alles das braucht man natürlich ein Vorstellungsvermögen. Mag ich sagen, Sie haben zu Hause so ein Dreamboard, wo Sie dann alles, wo Sie quasi Ihre Zukunft schon manifestiert haben oder haben ein Dreambook oder ähnliches, lauter Technik, die du irgendwann mal schon hoffentlich gehört hast und vielleicht noch viel besser auch schon benutzt. Und dahinter steckt natürlich jetzt mehr, denn es geht eigentlich darum, wir wollen ja immer, dass wir gern wissen, wie schaut unsere Zukunft aus. Und wenn du aber klare Vorstellungen hast deiner Zukunft, wie die ausschaut, dann brauchst du nicht hoffen auf eine gute Zukunft oder hoffen, dass irgendeiner deine Zukunft macht, sondern wenn du wissen willst, wie deine Zukunft ausschaut, dann musst du dich einfach für eine entscheiden. Du musst deine Zukunft erfinden. Und das ist das im Prinzip, was wir als der Big Dream oder den Traum sehen, wie werden wir später leben. Und das ist uns. Das ist genau das, worum es eigentlich geht. Die meisten Menschen denken immer, da gibt es irgendjemand, der macht dir das, der kommt dann und wird das für dich erledigen, hofft, dass du Glück hast. Aber in Wirklichkeit ist es unsere Entscheidungsfähigkeit, die das ausmacht. Diese Fähigkeit, die wir im Großhirn haben, wir können uns die Zukunft vorstellen, aber wir müssen dieses Ding natürlich auch benutzen. Und wir können uns natürlich vorstellen, wie alles schief geht, dann hilft es dir wahrscheinlich wirklich, dass du die Fähigkeit hast, dir die Zukunft vorzustellen oder stellst dir vor, du malst dir aus, wie die später sein wird, hast ein klares Bild davon und dann bist du aber bereit, dir natürlich für diese Zukunft Ziele zu setzen. Und Schritt für Schritt wirklich tatsächlich smarte Ziele. Und ich gehe davon aus, dass ihr smart schon extrem oft gehört habt, deswegen möchte ich es nicht wirklich näher jetzt erklären, sonst würde es auch sehr lange dauern. Ziele müssen dann spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminisiert sein, um ein Beispiel zu machen. Ich möchte gern reich sein, ist kein Ziel. Warum? Weil es nicht terminisiert ist und natürlich auch nicht messbar. Aber wenn ich sage, am 31.12.2024 habe ich 100.000 Euro Privatvermögen, dann wäre es schon terminisiert und zumindest messbar. Aber da wäre noch viel zu wenig, denn es wäre noch nicht spezifisch, was ist 100.000 Privatvermögen in Immobilienwerten, in Firmenbeteiligungen, in Investmentfonds oder in wo auch immer. Je spezifischer du es erklären kannst, desto klarer wird das Bild im Kopf. Wenn du auch noch einen Plan dazu hast, dann wird es realistisch, denn durch einen Plan wird immer etwas realistisch. Und attraktiv ist es dann, wenn du einen Grund hast dafür, einen massiven Grund. Deswegen ist, sagen wir sehr, sehr oft, je stärker dein Warum ist, desto größer ist auch die Erfolgswahrscheinlichkeit. Denn nochmal, wenn du ein klares Warum hast, um dein Ziel zu schaffen, aus einem klaren Beweggrund, dann ist es viel einfacher, natürlich auch die richtige Strategie zu entwickeln. Wie komme ich dorthin? Das ist dann der Plan. Der hilft dir dann, dass das glaubwürdig ist, dass du daran glauben kannst. Denn wenn du an den Plan glaubst, glaubst du auch, dass man das Ziel schaffen kann. Und dann brauchst du noch diese Umsetzungskraft, um das tatsächlich auch zu schaffen. So, und jetzt möchte ich dir drei kleine Tipps geben, wie man diesen präfrontalen Kortex einfach verbessern kann, wie man das stärken kann, wie man den entwickeln kann. Und vielleicht ist es genau das, was dir in Zukunft hilft. Kommen wir zum ersten. Hat ein bisschen auch etwas mit der Vorstellungskraft zu tun. Vielleicht hast du schon gehört, dass Leistungssportler gerne visualisieren. Visualisieren ist eine Technik, die ist so in den 70er Jahren dann wirklich in den Sport eingezogen. Ein paar große, wie zum Beispiel im europäischen Raum oder im deutschsprachigen Raum, war Baltur Breimel bei den österreichischen Skispringern einer der ersten, der das eingesetzt hat. Visualisieren war nichts anderes als, stell dir vor, wie du das schon geschafft hast, was du erreichen willst. Also stell dir vor, wie du schon deinen Pokal in der Hand hast.
wie du der Präsident oder wer auch immer gratuliert zu deinem Erfolg, wie du dich da siehst auf der Siegestreppe und also dieses Siegerbild quasi im Kopf implementieren, als hättest du schon erreicht. Und lange Zeit hat man dieses Visualisieren so ein bisschen, nennen wir es, als Humbug betrachtet. Heute, und vielleicht so ein bisschen esoterisch, und es war nie so richtig bewiesen, funktioniert das wirklich. Heute kann man Mentaltraining ja kaum wegdenken aus dem Sport, aber damals war so am Beginn, in den ersten Phasen, war Mentaltraining noch nicht wirklich das Entscheidende. Es hilft dir aber, dich zu fokussieren. Lyon B. Penn und Shelley Taylor waren dann die ersten, die das wissenschaftlich bewiesen haben, zwei Universitätsprofessoren der Universität in Orange County. Die haben da viele Tests durchgeführt, vor allem mit Sportlern. Der berühmteste Test ist, dass sie zwei College-Basketballmannschaften gleichwertig gegeneinander antreten haben im Freiwurf. Und einfach erklärt, eine Mannschaft eine Woche lang nur Freiwurf trainiert mit einem tollen Trainer und die zweite Gruppe hat mit einem Mentaltrainer überhaupt nicht körperlich trainiert, nur geistig diese Freiwürfe zu schaffen. Und ich würde die Geschichte nicht erzählen, wenn ich das Mentalteam deutlich gewonnen hätte. Und warum ist das passiert? Und weil es damit der Beweis da war, dass Mentaltraining genauso wichtig ist wie physisches, wie körperliches Training. Und all diese Beweise, die die beiden geliefert haben, waren dann der Beginn, dass Mentaltraining ganz normal in den Sport eingezogen ist. Aber die beiden haben noch was Geiles entdeckt. Die haben gesagt, nicht nur dieses Standbild ist besser, das kann man deutlich verbessern, dieses Siegerbild, wenn man nicht nur das Endergebnis sich quasi vorstellt, sondern wenn man sich auch vorstellt, wie man anfängt, also den Beginn. Also angenommen, ich mache es jetzt ganz simpel, du machst nicht sehr viel Sport, hast vielleicht schon länger nicht gemacht und hast mittlerweile so ein kleines One-Pack, möchtest aber gerne ein Six-Pack. Und dann siehst du natürlich, wie du jetzt dein One-Pack hast, du weißt auch dein Bild in der Zukunft, wie das ausschaut. Und jetzt stellst du dir vor, wie wirst du das alles machen? Was trainierst du? Gehst du Radfahren oder Laufen oder ins Fitnesscenter oder beides? Hast einen Ernährungsplan dazu? Wie machst du das also? Und wenn du also quasi deinen Plan integrierst in dein Video, und das Video ist jetzt nicht ein wirkliches Video, sondern ein Video, das du im Kopf abspielst, also in deine Gedanken, wir können uns immer was vorstellen. Und in deiner Vorstellungskraft, in deinem Kopf, spielst du sowas ab. Also wie du beginnst, dein One-Pack, du weißt, wo du hin willst, dein Six-Pack. Und dazwischen stellst du dir vor, wie du das alles magst, diesen Weg dorthin quasi, wie du das erreichen wirst. Und wenn du dieses Video, das du vor deinem geistigen Auge entwickelst, ungefähr 2 Minuten länger, also so wie ein YouTube-Video, nicht so lange, vielleicht 2 Minuten. Und wenn du dieses Video entwickelst und du spielst das theoretisch jeden Morgen, jeden Abend, also zweimal am Tag ab, egal wo es dir Spaß macht, vielleicht unter der Dusche oder im Stau, wenn du stehst. Und wo immer du dieses Video vom geistigen Auge abspielst, stell dir vor, du hast ein Jahresziel. Und wenn du das theoretisch 700 Mal im Kopf schon erreicht hast, dann erreichst du es auch in der Praxis. Eine ganz einfache Geschichte. Du kannst jetzt, wenn du Lust hast, mit mir auch einen kleinen Versuch machen dazu. Steh einfach auf. Trau dich einfach, mach einfach mit. Ich sehe dich zwar jetzt nicht wirklich, aber mach einfach mit. Steh einfach auf und du weißt ja, ob du Rechtshänder bist oder Linkshänder. Gib beide Hände nach vorne. Also ich bleibe jetzt so, damit du mich gut sehen kannst. Beide Hände nach vorne. Und dann nimmst du eine stärkere Hand zum Beispiel und gehst mit der stärkeren Hand nach hinten. Also du gehst so weit nach hinten, wie du kannst und schaust dir den Punkt an, wo du bist. Merkst du also diesen Punkt. Und dann gehst du wieder nach vorne mit beiden Händen. Okay, mach einfach mit. Maximal, geh nach hinten, merk dir den Punkt und jetzt komm wieder nach vorne. Und jetzt schließ die Augen. Nicht schummeln, schließ die Augen. Lass beide Hände vorne und du darfst jetzt nicht den Körper bewegen, wächst gar nichts, wächst keine Hände, wächst nichts im Körper, du schließt nur die Augen und stellst dir nur vor, nur vom geistigen Auge, wie du jetzt mit deiner Hand wieder zu dem Punkt gehst. Nur vorstellen. Geh mit der Hand zu diesem Punkt. Nur vom geistigen Auge sieh das. Lass die Hände ruhig, wo sie sind. Stell dir nur vor, wie du zu dem Punkt gehst. Siehst du den Punkt? Und jetzt geh mit der Hand weit über den Punkt hinaus. Nur im Kopf. Weit über den Punkt hinaus. Siehst du das, wo du jetzt bist? Sehr gut. So, jetzt mach die Augen auf. Jetzt nimm deine rechte Hand und jetzt geh mit der rechten Hand so weit zurück, wie du kannst. Und schau, ob du nicht viel weiter gekommen bist, als du vorher warst. Und ich wette jetzt, dass fast alle von euch, vielleicht sogar alle, jetzt deutlich weiter waren, als sie vorher waren. Jetzt die spannende Frage, was hat der Onkel gemacht? Habe ich da irgendwie Massenpsychologe? Nein, natürlich nicht. Bin ich David Copperfield, ich bin Vertriebler, sondern es gibt einen Satz, der ist der wichtigste dafür, für diese mentale Kraft. Alles, was du dir vorstellen kannst,
kannst du die auch erreichen, kannst du auch in der Praxis erreichen. Also alles, was du dir geistig vorstellen kannst, kannst du doch in der Praxis erreichen. Und deswegen ist eine Vorstellungskraft so wichtig, einfach als Grundlage für den Erfolg. Vorstellungskraft ist ein Riesenthema, dann sieht. Also, wenn du Lust hast, mach das. Und dieses Video hilft natürlich, fokussiert zu bleiben. Das trainiert deinen präfrontalen Kortex. Denn wenn du dieses Video zweimal am Tag abspielst, dann verlierst du dein Ziel nicht aus den Augen, sondern bist auf dein Ziel fokussiert. Du spielst das permanent durch, wie du jetzt bist, was du machen wirst, wie du es erreicht hast. Und wenn du diesen Fokus jeden Tag hast, verlierst du dein Ziel nie aus den Augen, trainierst deinen präfrontalen Kortex. So, jetzt schauen wir uns die zweite Übung an. Hilft ein bisschen für das Thema Beharrlichkeit, dass du auch dranbleibst unter Sachen. Was ist Beharrlichkeit? Beharrlichkeit heißt, ich gebe nicht auf. Ich habe vielleicht Rückschläge, vielleicht klappt nicht alles, ich habe was vorgenommen, aber wie bleibe ich dran? Wie bleibe ich dran? Es gibt eine einfache Technik dafür, vielleicht hilft dir das auch als zweite Übung, um ausdauernder zu sein, damit du sicher dein Ziel schaffst. Das nennt man auch Gewohnheiten entwickeln. Was ist Gewohnheiten entwickeln? Gewohnheiten entwickeln bedeutet, alles, was wir machen im Leben, 90% der Dinge, die wir machen, sind Gewohnheiten. Wir gewöhnen uns also etwas an. Und dann, wenn wir Gewohnheiten brauchen, brauche ich keine Willenskraft, ich muss mich nicht überwinden. Also ich mache ein Beispiel. Du nimmst dir vor, Sport zu machen, nimmst dir vor, gehst ins Fitnesscenter, einfach symbolhaft, kannst auch laufen oder was anderes machen, was du gerne magst. Und du nimmst dir vor, Sport zu machen. Und am Anfang natürlich bist du begeistert, weil du jetzt ins Fitnesscenter gehst. Jahresanfang ist so ein Motto, wo die meisten Leute sagen, aber jetzt mache ich was Gesundes, melde dich an im Fitnesscenter. Und meistens sind die dann nach ein paar Wochen gar nicht mehr dort. Ne? Fitnesscenter ist das Leben davon, dass die Leute eine Jahresmitgliedschaft machen und vergessen und gar nicht mehr kommen. So, aber warum geben die alle auf? Weil sie etwas Verrücktes machen. Natürlich, du bist vielleicht für kurzfristig begeistert, weil du dir was Neues vorgenommen hast. Aber dann kommen so die ersten Alltagsdinge zurück. Also du bist müde, wenn du trainieren solltest. Du hast einen schlechten Tag. Du hast vielleicht zu Hause Zoff. Du hast vielleicht, egal in welcher Form auch immer, du hast was wichtig am nächsten Tag vor und möchtest zeitig ins Bett. Und da sagt der Schweine und komm, lass heute, mach das morgen. Aber du bist schon müde. Und vielleicht hast du einen Muskelkater und letztes Mal tut dir alles weh und sagst, okay, aber jetzt heute nicht, morgen gehe ich auch oder übermorgen. Und dann lässt man das einfach irgendwann, aus einem ganz einfachen Grund. Weil wir Willenskraft brauchen und wir müssen uns ab einem gewissen Punkt immer überwinden, das zu machen. Auch derjenige, der Termine ausmachen soll, muss jedes Mal überwinden, weil er auf der anderen Seite sagt, was ist, wenn er Nein sagt, komisches Gefühl. Wenn da Leute Nein sagen, dann tut mir das persönlich weh, ich mag diese Ablehnung nicht. Und deswegen ein Tipp. Was wir brauchen, sind Gewohnheiten. Gewohnheiten brauchen nämlich keine Willenskraft. So, wie funktioniert das? Wenn du zum Beispiel die Dinge immer zum selben Zeitpunkt an denselben Tagen machst, merkst du, dass du nach 6 Wochen eine Gewohnheit angeeignet hast. Und ich mache ein Beispiel. Wenn du also tatsächlich dein Sport, was du dir vorgenommen hast, nämlich zum Beispiel gesünder Lebensstil, 10 Kilo abnehmen oder was immer das dann ist, und dass das wirklich, du willst das wirklich, weil das dein Ziel ist. Wie schaffst du, dass du dranbleibst und nicht aufgibst? Das ist ganz einfach ein Grund. Du gehst immer an den gleichen Tagen trainieren zur selben Uhrzeit. Also du gehst vielleicht Montag, Mittwoch, Freitag immer, je nachdem, wie du kannst, vielleicht um 8 Uhr morgens oder um 9 Uhr morgens, oder wann immer deine gute Zeit ist für dich, oder regelmäßig am Nachmittag, wenn du kannst, und wann immer für dich also ein guter Zeitpunkt ist. Aber du gehst nicht unregelmäßig, überlegst nicht, heute soll ich nicht, einmal Montag, einmal Donnerstag, vielleicht am Mittwoch, einmal Freitag oder wann du gerade Lust hast. Setz dir 3 fixe Tage oder 4 fixe Tage, an denen gehst du immer zum gleichen Uhrzeit. Und du wirst merken, die ersten 6 Wochen oder bis zu 6 Wochen brauchst du Überwindung. Du musst, am besten ist, du suchst dir da einen Buddy, also jemand, mit dem du gemeinsam trainieren gehst, oder du buchst dir einen Trainer, mit dem du dich regelmäßig triffst, sodass du Unterstützung hast für deine Komfortzone, für deine Bequemlichkeit, für den inneren Schweinehund, weil du fix jemand verpflichtet bist. Und nach 5, 6 Wochen wirst du merken, es ist total einfach. Du musst dich nicht mehr hingehen, du hast eine neue Gewohnheit dir angeeignet. Und das ist eines der wesentlichen Faktoren. Und das gilt natürlich für alles. Das gilt fürs Telefonieren, das gilt für jeden Faktor. Bei mir war es im Sport auch so. Ich bin ja eigentlich sehr relativ unterernährt mit so 1,80, 60 Kilo habe ich begonnen irgendwann mal, weil ich den Status ändern wollte. In der Schule habe ich immer die Ohrfeigen bekommen. Wenn draußen Wind war, hat Mama gesagt, steck dir Ziegelsteine ein. Als ich dann ins Fitnesscenter bin, einfach nur dieser Wille da, aus meinem Soletti-Körper einfach was Besseres zu machen. Und tatsächlich war es dann nichts anderes, als dass ich dann durch Gewohnheiten, wenn wir angehen, an denselben Tagen zu trainieren, selbe Uhrzeit,
ist mir dann gelungen, später sogar österreichischer Meister zu werden, in jungen Jahren mit knapp 26. Ich habe das aber nie aufgegeben und ich habe heute im fortgeschrittenen Alter mache noch immer Meisterschaften. Ich habe genau regelmäßig trainieren. Ich habe letztes Jahr erst Weltmeisterschaft, Europameisterschaft gemacht in meiner Alterskategorie. Ich bin heute über 60 und mache immer regelmäßig Sport. Das hat mir unglaublich geholfen auch. Aber ich habe mir eins angewöhnt, ich habe nie aufgehört. Und warum nicht? Weil mir aus diesen Regelmäßigkeiten nach 6 Monaten nicht nur eine Gewohnheit wird, es wird ein Ritual draus. Also einfach erklärt, wenn du 6 Wochen das durchziehst, selbe Zeiten, selbe Tage, dann wird daraus eine Gewohnheit. Und wenn du das 6 Monate lang durchhältst, wird daraus ein Ritual. Ritual bedeutet, du musst, also ich habe Entzugserscheinungen, wenn ich nicht gehe. Ich muss gehen, muss trainieren gehen. Stell dir vor, du bist jetzt Verkäufer und du weißt, du sollst telefonieren. Ist nicht deine Lieblingsbeschäftigung, vielleicht Kaltakquise oder Termine ausmachen. Und du machst immer die gleichen Tage, selbe Uhrzeit. Ich mache das übrigens auch. Ich telefoniere immer an den gleichen Tagen, selbe Uhrzeit. Und du gewöhnst dich dann. Das sind auch immer 10, nicht, nie weniger als 10 Bewerbungen pro Woche. Ich habe einfach was angewöhnt. Und du machst das länger als 6 Monate und ziehst das wirklich durch, dann wird das ein Ritual. Dann musst du. Und weil es fehlt dir einfach, wenn du es nicht magst. Und stell dir vor, es würde dir wirklich fehlen. Du hast Schuldgefühle, wenn du nicht telefonierst. Du musst einfach. Und das ist eine positive Angewohnheit. Und wir haben natürlich viele Angewohnheiten. Wir haben positive und negative. Also Alkoholiker hat auch eine Gewohnheit sich angeeignet und ein Ritual geschaffen. Auch jeder Raucher hat das. Also es gibt positive und negative Gewohnheiten. Aber hier geht es um eine gute Gewohnheit, nämlich dass wir das, was wir schaffen wollen, was notwendig ist, um unser Ziel zu erreichen, dass wir da Gewohnheiten schaffen draus und durch Gewohnheiten Rituale und weil wir Rituale daraus machen, dann ein erfolgreiches Vertriebsleben haben. Also kleine Übung, versuch, denk einmal nach, welche Dinge fallen dir manchmal schwer? Wo hast du Schwierigkeit, dran zu bleiben, beharrlich zu bleiben? Ist es vielleicht wirklich telefonieren? Manchmal ist das so. Ist es nach Empfehlungen fragen, vielleicht beim Kundentermin? Was ist es eigentlich, was du manchmal eine Herausforderung ist für dich? Und dann schaff dir dazu eine Gewohnheit. Selbe Tage, selbe Uhrzeit, versuch daraus ein Ritual zu machen nach den Gewohnheiten und du wirst merken, das hilft dir, dass du einfach automatisch beharrlich wirst, eher Ausdauer schaffst. Und ich gebe dir noch eine Idee, ich habe es dazwischen ja verpackt. Gerade am Anfang ist es ganz gut, wenn du einen zweiten hast. Und zweiter heißt, wenn du dich mit einem Trainer triffst oder wenn du mit einem Kollegen triffst und gemeinsam trinkst, ist der Erfolg vielleicht größer, weil dich jemand verpflichtet hast. Und dieses Verpflichten ist die dritte Übung, die ich dir heute zeigen will. Was heißt verpflichten? Verpflichten ist gemeint, wenn du Folgendes magst. Also du setzt dir quasi ein Ziel. Und jetzt beziehst du einfach Menschen ein, die dir besonders wichtig sind, in dieses Ziel, indem du es einfach kundtust, was du schaffen willst. Indem du es vielleicht öffentlich machst über Social Media. Ich gebe dir ein Beispiel. Also angenommen, du möchtest wirklich abnehmen, hypothetisch. Und du schreibst es bei Social Media, informierst deine Community, das ist jetzt dein Ziel, du willst 10 Kilo abnehmen, du hast vorhin einen Trainingsplan dafür entwickelt und du berichtest jetzt jeden Tag, wie sich das entwickelt hat. Und theoretisch, deine Follower wissen jetzt alle, dass du das vorhast und dann ist es unglaublich peinlich, jetzt zu sagen, ich gebe auf. Weil du ja weißt, dass andere wissen oder vielleicht hast du eine Person, die dir wichtig ist im Leben, persönlich und der immer verpflichtest du dich. Bei mir war das so, in jungen Jahren, als ich als Franchise-Nehmer war in der Finanzdienstleistung, habe ich mich dem Unternehmer selber verpflichtet, damals Carsten Maschmeyer, und ich habe mich dem verpflichtet und gesagt, ich wäre die umsatzstärkste Führungskraft und habe eine Jahreszahl und eine Umsatzgröße gesagt, bei einer sehr wichtigen Veranstaltung, habe ich einen Zettel gegeben, schriftlich. Und dieser Zettel hat mich 6 Jahre lang aufstehen lassen, bis ich das geschafft habe. Also eigentlich in der Summe sogar 11 Jahre, bis ich wieder Nummer eins im Gesamtunternehmen war. Nur wegen dem Zettel. Wenn mir das so unangenehm gewesen wäre, ich habe versagt, ich habe es nicht geschafft, ich wusste, ich war verpflichtet dem gegenüber. Mich haben mich selber verpflichtet gegenüber jemand, der mir zum damaligen Zeitpunkt unglaublich wichtig war im Leben. Und deswegen wäre es mir so peinlich gewesen, das dann aufzuhören zu versagen oder sagen, ich ziehe es nicht durch. Und deswegen hilft dir das manchmal. Vielleicht, wenn du Abnehmer bist, verpflichte dich vielleicht, wenn du deine Frau liebst und deine Partnerin liebst, dann verpflichte dich einfach deiner Partnerin, deinem Partner oder wem auch immer, der dir besonders bedeutet ist und sagt, Tom, ich habe das vor und das ist mein Plan und dann hast du dich jemand gegenüber verpflichtet, vielleicht deinen Kindern gegenüber. Irgendjemand, wo du sagst, komm, das gibt mir dann Kraft, wenn ich vielleicht dran denke, aufzugeben, dann gebe ich nicht auf, weil sonst wäre es mir so unangenehm, vor diesen Menschen dann zu sagen, ich habe versagt. Und vielleicht hilft das auch ein bisschen, diese Verpflichtung tatsächlich besser es zu schaffen. Wenn du mehr wissen willst, übrigens, ich habe ein Buch geschrieben zu dem Thema Reden ist Silber, Machen ist Gold. Ich weiß, dass das im Augenblick sehr vergriffen ist. Es gibt es natürlich
bei Amazon zum Downloaden, also du kannst dir das natürlich jetzt online, da gibt es natürlich unbeschränkt, aber die Buchausgabe ist, glaube ich, im Augenblick ein bisschen vergriffen oder nicht so einfach zu bekommen. Aber zum Downloaden steht es natürlich immer bereit, wenn du irgendwo ein Download-Reader hast, also wenn du Kindle hast oder was auch immer, dann kannst du es natürlich jetzt anschauen. Also da sind noch viele, viele Übungen drinnen, 15 Übungen, die dir helfen können, mehr oder besser diesen Präfrontalkortex zu trainieren. Das ist ein richtiges Arbeitsbuch. Was dir auch hilft, ist, wenn du dir einen Coach nimmst. Vielleicht hast du eine Führungskraft oder einen Coach. Ich weiß, dass im deutschen Raum im Vertrieb ist, manchmal hat man nicht so oft einen Coach. Die Amerikaner lieben das, da hat jeder erfolgreiche Unternehmer, jeder erfolgreiche Vertriebler oder manchmal ein Business Coach, also eine Person, der sich verpflichtet und die dir auch hilft. Natürlich, zum Beispiel, ich mache mit all meinen wichtigen Mitarbeitern jede Woche einen Coaching-Termin, wo wir schauen, wie war die letzte Woche, was ist dein Plan für die nächste Woche, wie kommt man das ran, was können wir optimieren, was ist zu verbessern. Wir haben uns regelmäßig Trainings, wir haben regelmäßig Coaching-Termine, weil es mir darum geht, Menschen zu verbessern. Und ich coache insgesamt als Trainer-Coach auch außerhalb meines Unternehmens weltweit sehr, sehr viele Unternehmer, viele Vertriebsleute, helfe ihnen automatisch, dass die natürlich erstens einmal von meiner Erfahrung profitieren können. Also für oftmals suchst du eine Lösung, suchst eine Möglichkeit, wie geht das? Natürlich ist es toll, wenn du einen erfahrenen Trainer hast, hast nicht einen Vorteil, weil das, was du erreichen willst, hat der wahrscheinlich schon gemacht. Du hast ja hier unheimlich viele Coaches, viele Trainer, wo du vielleicht den richtigen dir aussuchen kannst. Und natürlich ist es auch deswegen so wichtig, weil wir oft einen zweiten brauchen, der uns das rausholt, was drinnen steckt. Was brauchen wir noch? Schau. Erfolg ist nichts von heute auf morgen. Und deswegen ist diese Beharrlichkeit so wichtig. John Edison hat mal sehr schön gesagt, Erfolg ist 10% Inspiration und 90% Transpiration. Was hat er gemeint? Das Wichtigste ist Fleiß. Wenn du fleißig bist, brauchst du vielleicht länger als manche, vielleicht, aber du lernst dazu. Selbst wenn wir keinen Erfolg haben, wir lernen immer etwas, aber sei fleißig. Ich weiß, manchmal haben wir nicht die Skills am Anfang, nicht die Erfahrung sofort. Wir haben nicht das Können. Aber wenn wir fleißig sind, lernen wir permanent was dazu. Und geh 100%, geh all in. Du kennst sicher diese Geschichte mit dem Flieger. Wenn ein Pilot, wahrscheinlich ist jeder von euch schon mal geflogen, was macht der Pilot am Start? Der gibt Vollgas. Der gibt nicht ein bisschen Gas, der gibt nicht gleich Gas, schau dich da mal, wie es so läuft, sondern würde halt sehr schnell das Ende der Rollbahn erreichen und wird sehen, Stopp, Danger, den Wald im Hintergrund, müsst raus aus dem Startvorgang, reine große Warteschleife des Lebens. Nein, der gibt am Anfang Vollgas, bis er die optimale Flug erreicht hat. Deswegen gewöhne dich dran, wenn du was magst, all or nothing. Geh 100%, gib alles, nicht so ein bisschen, sondern gib alles für den Erfolg, dann hast du Chance. Und was noch viel wichtiger ist, für deine mentale Stärke, es hat nichts mit Glück zu tun, wo du erfolgreich bist, nur was mit der Qualität der Fragen, die du jeden Tag selber stellst. Was ist damit gemeint? Du kannst dir jeden Tag die Frage stellen, worum was nicht geht. Also eine typische Loser-Frage. Und du wirst immer die Antwort schon in dir haben. Wenn du dich fragst, worum geht es nicht, dann ist die Antwort schon in dir. Aber du kannst eben auch die Frage stellen, wie kann ich es schaffen? Wie kann ich es trotzdem schaffen? Und auch diese Antwort ist schon in dir. Erfolg hat im Leben sehr viel damit zu tun, mit der Qualität der Fragen, die wir uns jeden Tag selber stellen. Und wenn du eine zweite Vereinbarung triffst für dich im Leben, nämlich dich am Anfang, wenn du ins Vertriebsleben einsteigst oder wenn du dir Ziele vornimmst, egal wann, zu welchem Zeitpunkt immer, wenn du dich verpflichtest, nicht aufzugeben, nicht also committest, nicht aufzugeben, dann wirst du am Ende dein Ziel erreichen. Und ehrlicherweise, dass ich einer der erfolgreichsten Menschen der Finanzleistung geworden bin im Finanzvertrieb, liegt nicht daran, weil ich besonders talentiert war oder besondere Gaben mitbekommen habe. Vielleicht habe ich einen starken präfrontalen Kortex. Aber das Hauptthema war, ich habe mich am Anfang verpflichtet, niemals aufzugeben. Und das hat mir immer geholfen. Und ich habe wirklich, ich muss ehrlich sagen, ich bin überhaupt nicht talentiert. Für nichts, auch nicht für meinen Sport. Ich bin eher so ein Antitalent. Ich habe alles, was ich mir vorgenommen habe, länger gebraucht, um es zu schaffen. Später reicht, was ich mir vorgenommen habe. Ich habe immer wieder, gerade am Anfang, hat bei mir nie was geklappt. Aber dadurch, dass ich einfach bereit war, am Anfang gegen alle Hindernisse, auch wenn es nicht funktionierte, ich bin beim ersten Mal, als ich telefonieren sollte im Vertrieb, bin ich davon gelaufen. Ich habe Panikattacke bekommen, weil ich Angst hatte vor diesem Nein, Angst vor Zurückweisung. Ich habe jeden Fehler gemacht, den man machen kann, wirklich jeden. Aber es hat mir eine einzige Sache immer drüber geholfen, diese innere Einstellung, das habe ich im Fitnesscenter gelernt, vom Trainer niemals aufzugeben. Und wenn man nie aufgibt und permanent weitermacht, sich aber dabei stetig verbessert, dann erreicht man am Schluss immer sein Ziel. Vielleicht dauert es länger, bis du es geschafft hast, als du dir gedacht hast, aber es ist egal, ob es länger oder kürzer, Hauptsache du schaffst es und gibst nie auf.
Diese Entscheidung ist so wichtig. Und wirst noch eins leben? Natürlich haben wir Phasen, wo es eben nicht mal so gut läuft. Die hat jeder. Vielleicht hast du gerade eine Phase, wo es nicht toll läuft. Du hast das Gefühl, du bist irgendwo down. Ich war in meinem Leben viermal pleite. Und ich weiß genauso, wie es ist, wenn man ganz unten ist. Und ich weiß auch, wie es ist, wenn man ganz oben ist. Ich habe keine Angst, wenn es ganz unten ist. Denn ich habe eine Sache gelernt in meinem ganzen Leben. Nach jedem Tal kommt immer ein Berg. Und wenn es das tief, wenn es der Marianengraben ist, die tiefste Stelle auf dem Planeten, auch in der Natur, du brauchst nur weitergehen. Nach jedem Tal kommt ein Berg. Und ich kann dir eins versprechen, der nächste Berg ist immer höher, der nächste Gipfel ist immer höher und immer schöner als der letzte Berg, wo du warst. Du musst nur weitergehen. Wenn du dich selber entscheidest, also nie aufzugeben im Tal, einfach weitergehen, dann hast du immer Erfolg. Deswegen entscheide dich einfach im Vertrieb, auch wenn es dir ja gerade nicht gut geht oder wenn du vielleicht irgendwann später in eine Down-Phase kommst. Geh einfach weiter. Mach einfach weiter. Das ist eines der wichtigsten Faktoren. Du wirst merken, nach jedem Tal kommt wieder ein Berg. Ich habe einen Lieblingssatz dafür oder ein Motto. Am Ende wird alles gut sein. Ist es noch nicht gut, ist es einfach nicht das Ende. Und vielleicht hilft dir dieser Satz auch so, mir helfen solche Glaubenssätze. Das ist einer meiner Glaubenssätze. Am Ende ist immer alles gut. Wenn es noch nicht gut ist, einfach nicht das Ende. Und diese Glaubenssätze haben mir im Leben unglaublich geholfen, weiterzukommen. Und wenn du es geschafft hast, dann versprich noch eines. Nicht mir, versprich's dir selber. Dann gib was zurück. Wenn es dir gut geht, wenn du gut verdienst, wenn du als Vertriebler erfolgreich bist, wenn du gut Privatvermögen aufbaust, gib 10% von dem, was du verdienst. Wenn du deine Kosten gedeckt hast, deine soziale Sicherheit hast, dann gib 10% zurück anderen Menschen, die nicht diese Chance haben. Denn the secret of living is giving. Das habe ich von meinem Mentor von Tony Robbins gelernt. The secret of living is giving. Und deswegen gib anderen Menschen, wenn du die Möglichkeit hast, wenn es dir gut geht, gib was zurück. Es muss nicht immer Geld sein. Gib es zurück in Form von Wissen, gib es zurück in Form von Training. Coach andere Leute, vielleicht auch mal kostenfrei. Schenke ihnen etwas, dass sie weiterkommen im Leben. Gib ihnen eine persönliche Unterstützung, dass sie den nächsten Erfolg haben. Man muss nicht immer Leuten Fische schenken. Manchmal genügt es auch, wenn man Angeln lernt. Aber das ist dann deine Entscheidung, wie du am besten helfen kannst, wie du anderen Menschen etwas zurückgeben kannst. Ja, und zum Finale habe ich einfach noch eine Frage an dich. Was ist meine Frage? Schau, warum hast du eigentlich heute wirklich teilgenommen? Warum? Warum bist du eigentlich wirklich dabei gewesen? Ich glaube nicht, dass dir langweilig war oder dass du einfach nichts Besseres zu tun hattest, sondern dass sicher ein Grund gab, warum du heute da bist. Aber ich habe dir für alles das, was ich dir heute gezeigt habe, das ist so ein bisschen so wie ein Eisberg. Das war die Spitze. Ich konnte nur einen kleinen Teil zeigen. Wir haben auch nicht so viel Zeit. Da gibt es noch viel, viel mehr natürlich dahinter. Eine Stunde ist einfach nicht genug. Da gibt es noch so viele Details zu jedem Punkt. Unglaublich viele. Und deswegen möchte ich ein Angebot machen. Ich kann dir natürlich noch viel, viel mehr Möglichkeiten bieten. Ich habe eine ganze Akademie dafür, die dir helfen kann. Zu dem heutigen Thema gibt es natürlich noch viel, viel mehr Übungen. Ich habe heute drei gezeigt. Und es sind 11 Übungen, die ich zum Beispiel in meiner Akademie weitergeben kann. Du kannst also dort alle anderen Übungen auch noch lernen, natürlich zusätzlich zum Lesen meines Buches, wenn du Lust hast dazu und sagst, gerade zum Thema Umsetzen brauche ich noch was. Vielleicht für Entscheidungsstärke, vielleicht für die Wille zum Anfangen, vielleicht für das Thema Fokussieren. Da gibt es so ganz, ganz viele Themen, die dir helfen können, beharrlich zu bleiben oder dich nicht ablenken zu lassen. Das ist ein Riesenthema, das ich liebe. Und natürlich, vielleicht bist du im Vertrieb jemand, der sagt, mein wichtiges Thema ist, ich habe zu wenig Kontakte oder wie kommt man zu Leads eigentlich? Wie kommt man zu qualifizierten Leads? Dann habe ich in meiner Akademie ein Ausbildungsprogramm, ein Teil. Das sind 11 Wege, wie man zu neuen Leads kommt, zu neuen Kontakten kommt, sowohl online als auch offline. Wie kann man das schaffen? 11 Wege zu 11.000 Kontakten. Ich habe über knapp 50 verschiedene Möglichkeiten, wie man zu neuen Kontakten kommen kann, inklusive Social Media. Also tolle Geschichte, was du da alles lernen kannst. Vielleicht bist du jemand, der Geschäftspartner gewinnen muss, weil du Vertriebsführungskraft bist. Vielleicht das Thema Personalgewinnung, das Gewinnen der richtigen Kundenberater, der richtigen Verkäufer ein Riesenthema. Ich habe mein Leben mittlerweile, ich habe im ersten Vertrieb über 10.000 Interviews, mittlerweile über 12.000 Interviews persönlich geführt. Ich kann genau zeigen, wie man den richtigen Mitarbeiter kennt, wo man sie überall finden kann, wie kommt man zu den Top-Vertrieblern, wie kann man aus dem Querensteiger erkennen, ob der ein Talent hat. Wie kann ich also Querensteiger zu erfolgreichen Vertriebler machen? Dazu gehört natürlich nicht nur das Thema Recruiting, es gehört nicht vor allem das Thema der Einarbeitung, das Onboarding,
Auch da einen eigenen Kurs über zwei Teile, wie man die richtigen Mitarbeiter auch perfekt einarbeitet, so die ersten 14 Tage, die ersten 6 Wochen und die ersten 6 Monate so entscheidend sind bei der Einarbeitung eines neuen Vertrieblers. Und vor allem natürlich auch in meiner Akademie etwas für deinen persönlichen Erfolg. Also wie kannst du Privatvermögen aufbauen, deine Gesundheit optimieren, wie kannst du die richtige Partnerschaft führen und deine Persönlichkeit entwickeln. Weil natürlich, wenn wir beruflich erfolgreich sind, wollen wir natürlich auch privaten Erfolg. Und ich werde sehr viel zeigen über die verschiedenen Säulen des Erfolges, wie man beruflich und privat mehr Erfolg haben kann. Und last but not least, komme ich aus der Finanzleistung, zeige ich dir auch in meiner Akademie dann 11 Schritte, wie man finanziell unabhängig werden kann. Also da gibt es ganz viele Teile, wie das ist. Und egal, was dich jetzt immer interessiert, meine Akademie, es gibt insgesamt 12 Teile drinnen. Du kannst dir Einzelteile davon nehmen, die was du brauchst. Oder du sagst, du möchtest alles aus meiner Akademie haben. Dann sind Gesamtkosten normalerweise knapp 4.400 Euro dafür. Ich habe einen Rabatt im Augenblick laufen auf meine Akademie. Das heißt, es sind nur 19,90, die deine Kosten ausmachen. Weil du aber heute dabei warst und weil du heute die Chance genutzt hast, gerade in der bayerischen in den Vertriebstagen dir neues Vertriebswissen anzueignen, habe ich einen Spezialpreis gemacht, extra für die bayerischen Vertriebstage. Ganz besonders nämlich das Ganze nur um 7,97. Das ist allerdings nur heute, wenn dich dafür entscheidest. Einfach zu erklären, das sind 66 Euro monatlich, also das ist wirklich lächerlicher Betrag. Das sind 2 Euro am Tag, wenn wir es so nehmen wollen in etwa. Also du hast für 66 Euro am Tag hast du eine komplette Akademie für deinen kompletten Erfolg, inklusive Recruiting, inklusive Einarbeitung, inklusive Führung von Mitarbeitern ist natürlich auch dabei, wie man finanziell unabhängig wird. Also alles ist da drinnen, was man brauchen kann für dein Vertriebsleben, damit du das beste Vertriebsjahr deines Lebens vor dir hast. Und ich schenke dir auch noch heute was dazu, das ist ganz unabhängig davon, ob du die Akademie möchtest oder Teile davon möchtest. Detaile sind natürlich deutlich günstiger, natürlich kannst du auch Einzelteile kaufen. Ich gebe dir auch ein Geschenk, wie versprochen, weil du heute dabei bist. Allerdings, ich kann es nicht allen schenken, das wäre sonst zu viel, aber die ersten 21, die sich melden, bekommen kostenfrei von mir einen Bonus heute dazu, nämlich 45 Minuten Zoom. Was bedeutet das? Wenn du dich jetzt anmeldest, du hast unten einen Link für meine University, also für meine Akademie, der heißt Networth Marketing University, da ist der Link drunter für die University, was du dir kaufen willst. Oder du schickst mir ganz einfach, ich sage dir dann gleich wohin, dass du diesen Bonus willst. Die ersten 21 kriegen ihn auch, ich kann nicht durch jeden. Du kriegst 45 Minuten, wo ich vielleicht deine wichtigste, deine brennendste Frage beantworten kann. Oder deine brennendsten Fragen, deine Vertriebsfragen, was für dich immer wichtig ist, wie kann ich das schaffen, wie kann ich das schaffen, wie kann ich das schaffen, wie geht das, haben Sie eine Idee, haben Sie eine Lösung für mich? Oder ich möchte junger Unternehmer werden, möchte mein Vertriebsunternehmen selber starten, möchte auch in der Finanzleistung erfolgreich werden oder was immer dann für dich wichtig ist. Dann, wenn du diese 45 Minuten gern geschenkt haben willst, ist vollkommen kostenfrei für dich, dann ist es einfach, wie kommst du dazu? Ist wie gesagt, ist nur heute. Ganz einfach. Du schreibst dir oder fotografierst es einfach ab. Meine E-Mail-Adresse harapsridis@leadership-company.at oder du kontaktierst mich einfach Social-Media-Kanäle, Facebook, Instagram. Du brauchst nur nach meinem Namen suchen und dann schreibst du mich einfach bei Facebook, bei Messenger an oder bei Instagram an oder wo immer du Lust hast. Und wir können damit automatisch in Kontakt treten. Die ersten 21, egal über welchen Kanal auch immer, die sich bei mir melden, sagen, hey, ich möchte gerne ein kostenfreies Coaching haben, kostenfreien Zoom. Machen wir sehr, sehr gerne. Ist absolut free für dich. Normalerweise kostet das richtig, aber das ist für dich vollkommen free, weil du heute dabei warst und weil ich natürlich auch immer wieder was zurückgeben will an andere Menschen als Dankbarkeit, die auch im Vertrieb sind, weil mir Vertrieb im Leben alles gegeben hat, um ein erfolgreiches, ein schönes Leben leben zu können. Das habe ich alles dem Vertrieb zu verdanken. Deswegen verliebe ich das, mit Vertrieblern mich zu unterhalten, liebe ich das, Vertrieb zu unterstützen und auch den Menschen wieder was zurückzugeben von dem, was ich bekommen habe. Aber egal, ob wir uns wiedersehen oder nicht sehen, möchte einen Satz auf jeden Fall mitgeben fürs Leben, der mein Leben total verändert hat, ist auch ein tiefer Glaubenssatz von mir. Und vielleicht hilft er dir auch einmal im Leben. Ich bin überzeugt davon. Bin überzeugt davon. Da draußen im echten Leben, da ist vollkommen egal, wie draußen der Wind geht. Da kommt es immer nur darauf an, welches Segel du setzt. Ich wünsche dir für dein Leben, dass du immer die richtigen Segel setzt. Ich wünsche dir, dass du noch viel Spaß hast mit allen meinen Kollegen, die du dir noch anhören wirst bei den Bayerischen Vertriebstagen, dass da viele tolle Inputs sind für dich. Und denke immer dran,
Es geht nicht darum, dass du die Inputs gehört hast, geht nicht nur darum, dass du sie kennst. Es geht im Wesentlichen darum, dass du sie einfach umsetzt und damit den Erfolg, den du im Leben genießt, den du möchtest. Und wenn du mehr von mir willst und mit mir irgendwie in Kontakt bleiben möchtest, auf einer Social Media Kanäle wirst du immer eine Gelegenheit finden, mit mir in Kontakt zu bleiben. Kannst du sehr, sehr gerne immer wieder, kannst folgen mir einfach. Es gibt geile YouTube-Videos auf meinem YouTube-Kanal, wo du viel zum Vertrieb dir auch anschauen kannst. Also, wenn du mir folgst und Lust hast, mir zu folgen, dann mach das bitte. Ich freue mich auf dich, bin gerne für dich da und wenn ich in irgendeiner Form helfen kann, bin jederzeit natürlich für ein Gespräch zu haben, wenn wir kurz miteinander plaudern, kommunizieren. Und denk nochmal dran, die ersten 21, die sich jetzt bei mir schnell melden, hey, hätte gern Zoom mit dir, ganz formlos, dann bist du registriert und für euch bin ich ganz, ganz gerne da in den nächsten Wochen, um mit euch dann online, also via Zoom, zu plaudern, wie könnt ihr im Vertrieb besser, erfolgreicher etwas umsetzen und damit eure Ziele, euer Ergebnis schaffen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Viel Spaß noch mit meinen Kollegen. Viel Spaß bei den Bayerischen Vertriebstagen. Es ist eine geile Idee, die hier ins Leben gerufen worden ist. Und ich glaube, das so etwas erleben zu können, ist einfach was Einzigartiges. Das alles eigentlich vollkommen kostenfrei als Idee, als Lösung. Also, alles Liebe. Schön, dass du da warst und denke immer dran, da draußen im echten Leben, es ist nicht der Wind, der entscheidet, wohin du hinkommst. Es sind immer nur die Segel, die du setzt. Alles Liebe, eine schöne Zeit.